kommt was Gutes. Final Fantasy IV, The Complete Collect, die komplette Collection. Und da ist wirklich auch alles dabei, mit Figuren und so weiter und so fort. Und ganz kurz noch am Montag, also morgen, erscheint BBC Battlefield Academy auf dem PC. Okay. Das waren die Release für diese Woche. Also für nächste Woche. Und die zwei interessanten Spiele, Operation Freshwater, Wet River und Portal 2, haben wir für euch natürlich groß geschrieben in dem Artikel. Gut. Dann haben wir das auch schon fertig. Gibt es jetzt noch was Wichtiges, Marco? Nö. Nö. Nicht direkt. Nicht. Also außer, dass heute Abend um 21 Uhr ist meine Sendung, ja, wie jedes Mal sonntags. Und E-Play Radio. E-Play Radio. Und da werde ich unter anderem einen Let's Player, also unser David eigentlich, besser gesagt, interviewen, wenn er da ist. Ja, das ist gut. Was schön ist. Und da könnt ihr also auch Fragen stellen an ihm, also in der Großbox dann. Oder ihr könnt einfach nur zuhören, das ist schon genug. Ja. Oder einfach in den Chat gehen, ne? Der ist ja auch noch da. Genau. Ja, dann noch eine kleine Neuheit, die haben wir jetzt noch nicht so öffentlich gemacht, die können wir aber jetzt hier schon mal machen. Wir haben so was Kleines in der Testphase bei uns laufen, nämlich einen kleinen Minecraft-Server. Oh. Ja. Wo ich nicht drauf kann. Ja, gut. Die IP werden wir euch natürlich unter dem Podcast natürlich reinschreiben für den Minecraft-Server. Ihr könnt ihn einfach mal austesten und einfach mal eure Meinung dazu schreiben, wie ihr das findet. Und wenn es gut ankommt, machen wir das auf jeden Fall von unserem Test-Server auf unseren Hauptserver. So. Ich will jetzt verdammt diesen Minecraft-Account haben hier. 15 Euro. Ja, mein Bruder kriegt sowas geschenkt und ich muss mir sowas kaufen. Blöd. Oh. Wieso? Er hat doch schon einen Rechner geschenkt bekommen. Warum kriegt er jetzt noch? Er hat keinen Rechner geschenkt bekommen, er ist ja selber gekauft. Ach so, nein, dann ist das was anderes. Ja, klar, er kriegt den ganzen Rechner geschenkt. Will ich auch. Da habe ich ja keine Probleme mehr. Ja. Da könntest du sehr viel machen, ne? Mhm. Ja. In diesem Sinne. Wünschen wir uns jetzt. Wünschen wir euch einen wunderschönen Abend noch. Nächste Woche dann eine neue Ausgabe vom Nextcast. Dann werden wir hier vermutlich besprechen. Wir haben das jetzt oft hin und her geschoben, wie es nur geht. Wahrscheinlich dann ein kleines abschließendes Review zu dem Nintendo 3DS. Und dann noch ein anderes Thema, glaube ich, ne? Du hattest ja noch eins, Marco, ne? Hm? Du hattest ja dann noch ein Thema, ne? Sollen wir dann noch ansprechen? Oh. Für nächste Woche? Thema. Für nächste Woche? Diese Woche habe ich kein Thema. Ich mache ja nur diesen Interview heute Abend und ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Ich werde noch was nach Ausschau halten. Vielleicht mal erweitern wir auch das Thema Let's Play, mal sehen. Genau. Und ja, in diesem Sinne. Schönen Abend noch, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.